Lasst uns heute über Urea sprechen. Viel Spaß! Urea ist das lateinische Wort für Harnstoff. Es handelt sich dabei um ein Abbauprodukt, das der Körper über den Urin und über den Schweiß ausscheidet. Urea wird meist gut vertragen, da es ein körpereigener Stoff ist. Urea lagert sich in der oberen Hautschicht ein und bindet zu Feuchtigkeit. Wegen der feuchtigkeitsspendenden Eigenschaft gilt Urea als eines der wirksamsten Inhaltsstoffe im Kampf gegen Hauttrockenheit. Urea darf nicht auf offene Hautstellen aufgetragen werden, da es so brennen kann. Früher wurde Urea aus dem Urin von Pferden gewonnen. Bereits seit 1828 wird Urea synthetisch hergestellt. Urea verbessert die natürliche Hautabschuppung, indem es die Verbindung zwischen alten Hautzellen kappt. Die Haut wird somit wieder schön glatt. Um die Haut feucht zu halten, brauchen Pflegeprodukte einen Anteil von 5% Urea. Ist die Haut sehr trocken, sollte man sogar Produkte mit 10% Urea verwenden. In Verbindung mit anderen Inhaltsstoffen wie beispielsweise Ceramiden kann Urea seine Wirkung noch verbessern. Der Urea-Gehalt in der Haut baut sich mit voranschreitendem Alter ab. Hautkrankheiten wie Neurodermitis können aber auch daran schuld sein. Ich beschäftige mich jetzt seit über einem Jahr mit hochwertigen Inhaltsstoffen und es hört irgendwie nie auf. Urea ist eben auch so ein interessanter Inhaltsstoff. Wir unterscheiden jetzt mal zwischen Hautkrankheit, wenn du wirklich Probleme hast und irgendwie eine Reaktion auf der Haut hast, die du so nicht kennst, geh zum Hautarzt. Und wenn du da auf die Schnelle keinen Termin bekommst, was stellenweise wirklich schwierig ist, geh mal zur Apotheke, die sind da auch recht kompetent. Und da gibt es eben auch die Eucerin-Produkte. Die rate ich eh immer, wenn man halt wirklich starke Hautprobleme hat, dass man wirklich zu denen greift. Ansonsten bin ich ja eher Team tierversuchsfrei, vegan. Und da achte ich dann auch wirklich darauf, also es geht nicht anders. Also gerade wenn die Haut total verrückt spielt, ich habe die Pille vor über einem Jahr abgesetzt und ich kann ein Liedchen davon singen. Also ich musste dann auch zu Medizin greifen. Und Eucerin bietet da auch richtig tolle Sachen. Es gibt, wie gesagt, auch von Balea eine Urea-Creme, die habe ich selber jetzt noch nicht probieren können. Jedes Mal, wenn ich danach gucke, ist die weg. Wenn Leon die nur einmal erwähnt in irgendeiner Instagram-Story, gibt es keine einzige Creme mehr bei mir. Das ist echt mega krass. Aber ich werde die auf jeden Fall noch ausprobieren. Die gibt es für einen kleinen Preis, um die 3 Euro bei DM. Falls du die schon getestet hast, kannst du mir das gerne unten mal in die Kommentare packen. Hast du schon Erfahrung mit Urea? Auch unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich melde mich an der Stelle ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.